Alfred Bengsch wurde in den Wochen des Mauerbaus Bischof von Berlin und leitete damit mitten im Kalten Krieg an der Nahtstelle zweier unterschiedlicher politischer Systeme eine Diözese, die sowohl den Westberliner Teil als auch den Ostteil der Stadt Berlin und weite Regionen der DDR umfasste. In bewegten Zeiten übte er prägenden Einfluss auf die Kirche in Berlin und in der DDR aus und setzte sich damit harten Zerreißproben selber auch aus. Stefan Samerski legt nun eine erste umfassende Biografie des Berliner Bischofs im geteilten Berlin vor, der bis heute bleibende Spuren hinterlassen hat. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wer Stefan Samerski ist, erfahrt ihr wie immer unten in der Beschreibung unter diesem Video. Und ja, bevor ich dann zu einem Fazit komme, möchte ich jetzt euch erstmal kurz den Inhalt vorstellen. Die Studie sieht sich dabei weder, also die Biografie als Studie sieht sich dabei weder als Berliner Bistumsgeschichte noch als Abhandlung über die Kirche in der DDR, sondern als Biografie über Alfred Bengsch, dessen Koordinatensystem größer war als das seiner Diözese oder des sozialistischen Deutschlands. Bengsch wird als Bischof dargestellt und gezeichnet, der persönlich agiert und gewirkt hat und der sich durch seine Berliner Art und mit seinen markanten Predigten einen populären Ehrenplatz in der Ahnengalerie des Berliner Bistums erworben hat, wobei er sich selbst als vor allem als Seelsorger und Theologe verstand. Die in zwei Teile gegliederte Biografie beleuchtet in einem ersten etwas kürzeren Teil den jungen Alfred Bengsch und beleuchtet neben seiner Kindheit und Jugend, seine Kriegsteilnahme, die ihn sehr prägte, seine Zeit, seine Studienzeit vor und nach dem Krieg und seine Studienzeit während des Krieges, wo er sich nochmal ein bisschen vertiefte und dort quasi im Feld ein bisschen seelsorgerische Erfahrungen sammelte und gleichzeitig auch seine Zeit als Weihbischof, die er relativ jung, ich glaube mit 30 oder so, nach Ausbruch des Krieges oder nach Ende des Krieges relativ zeitnah und relativ jung angetreten hat. Der zweite Teil, der größere Teil, beschäftigt sich mit der Bischofszeit, als Bengsch beginnend mit seiner Wahl zum Bischof, die ungefähr parallel zum Mauerbau oder im Kontext des Mauerbaus plus minus stattfand. Dem Mauerbau an sich und ersten Weichenstellungen, aber auch mit der vatikanischen Ostpolitik, dem Verhältnis von Bengsch zur Jugend, die als sehr gut beschrieben wird. Er war wohl immer einer, der auf die Jugend zugegangen ist, in Ost wie in West, sich immer mit den den Schülerinnen und Schülern, mit den jungen Leuten gut verstanden hat, zahlreich in der Jugendseelsorge, in der Jugendpastoral sehr aktiv gewesen ist. Gleichzeitig wird aber auch die Schulpolitik beschrieben, dass Bengsch mit der Errichtung von katholischen Privatschulen in Berlin gleichzeitig aber auch dem Verhältnis von Orden. Es geht auch dann mit in die in die Schulpolitik mit ein. Viele Orden haben, vor allem viele Jesuiten in Berlin haben dort die Schulen begleitet, geleitet und aber dann auch das wird auch das Verhältnis Bengsch zum Westen beschrieben, von dem sich Bengsch mit der Zeit immer mehr entfernt. Auch weil er, also inhaltlich auch entfernt, weil er selber seit seinem 12. Lebensjahr quasi unter Diktaturen lebt und auch als Bischof ganz bewusst sich wohl entschieden hat, im Osten
zu wohnen, was irgendwie mit der Richtung der Mauer dann zu tun hatte, aus Angst dann keine Kontaktmöglichkeit mehr zum Ostteil des Bistums zu haben. Gleichzeitig wird, oder darüber hinaus wird Bench als sehr einfühlsamer, durchaus aus jähzorniger, positionsstarker Seelsorger und Theologen beschrieben, der aber dann auch nach Temperamentsausbrüchen wieder sofort sagen konnte, sorry, das war ein Fehler, und auf andere Leute zugeben konnte. Gleichzeitig in der Biografie werden auch die Herausforderungen der Schulpolitik beschrieben, also dass es dann heißt, ja, so und so viel müssen wir für die Errichtung eurer Schulen aufbringen können wir aufgrund unserer Situation, aufgrund der besonderen Situation allerdings nicht vollbringen, auch wenn wir es gerne würden. Was können und müssen wir denn da dann machen? Was sind da quasi die Voraussetzungen? Und gleichzeitig wird auch quasi das Verhältnis zum Banks, zum römischen Stuhl beschrieben, der Außenpolitik des Vatikans oder des Heiligen Stuhls, wo er sagt, bitte nehmt auf uns Rücksicht, wir sind hier an der ich bin Bischof der geteilten Freundschaft, ich kann mich jetzt nicht politisch so positionieren, wie ich es eigentlich vielleicht würde. Vielleicht auch, weil er dann Repressionen für sich bzw. seine Mitbrüder geschildert hat. Wobei auch herausgearbeitet wird in dem Buch, dass die katholische Kirche, zumindest habe ich es so wahrgenommen, nicht so sehr unter staatlicher Beobachtung stand, sicherlich auch, will ich gar nicht bestreiten, aber nicht so sehr wie die evangelische Kirche. Genau. Komme ich dann noch einmal zum Fazit des Buches. An sich ist da die Biografie, diese Studie hier über Alfred Bengsch, eine spannende Biografie und ein spannendes Thema, Bischof im geteilten Berlin. Jedoch hat mich die Biografie leider nicht ganz abgeholt und auch nicht ganz überzeugt. Warum, möchte ich euch jetzt kurz erklären. Für den Leser, vielleicht auch für den unwissenden Leser, der sich nur jetzt mit dachte, oh, Bischof von geteilten Berlin, das klingt ja eigentlich ganz spannend, werden dann, ich sag jetzt mal, Sachverhalte mit einem Kenntnisstand vorausgesetzt, wo ich selber als Historiker, ich würde mich durchaus als belesen bezeichnen, wo ich dann einfach nicht wusste, okay, was sind jetzt kirchengeschichtliche Vorgänge zu der Zeit, gerade im Bistum Berlin. Klar kann man sich sicherlich damit auseinandersetzen, muss, wenn man das Buch liest und sagt, die und die Sachen werden jetzt einfach mal vorausgesetzt, das ist halt, fehlt halt. Wünschenswert wäre etwa gewesen, wenn es einen kurzen Abriss über die Bistumsgeschichte ganz generell allgemeinen Überblick gegeben hat. Vor Bengsch sah das Bistum so aus, so und so wurde das gestaltet, dass man das dann zumindest auch weit streut. Hier sind wichtige Erkenntnisse, hier sind wichtige Entwicklungen zu erkennen. Und auch hat mir die Einordnung Bengschs in sogenannte westliche Kontexte gefehlt, die zwar vorkam, jedoch zumindest für mich zu kurz und zu oberflächlich. So kommt nur ein Kapitel mit zwei Unterkapiteln vor, der kirchlichen Schulpolitik sowie dem Priesterbild im Zusammenhang mit dem Krisenjahr 1970. Das hätte meines Erachtens ausführlicher sein dürfen und sein können, auch wenn der Westteil in einzelnen Kapiteln immer mal wieder geschnitten wird und darauf eingegangen wird. Für mich war das jetzt eher eine Biografie-Bench mit einem starken Bezug auf den Ostteil des Berliner Bistums und des Lebens. Da hätte ich mir einfach noch eine stärkere Einordnung gewünscht. Auch wenn sicherlich Höhepunkte von Bengschs Leben auch in seiner Bischofszeit sicherlich, also einerseits der Mauerbau, sicherlich war die
68er-Bewegung in Westdeutschland, die Synoden und ihrer Rezeption, aber auch das Zweite Vatikanum, gewesen sind. Sicherlich alles wichtig, so, aber wie gesagt, auch sicherlich wichtige Höhepunkte in seinem Leben, will ich gar nicht bestreiten, aber auch noch eine stärkere Westeinordnung irgendwie von Bellings Leben und Wirken im Westteil des Bistums, wäre mir noch irgendwie wäre mir irgendwie noch für mich zumindest hilfreich gewesen. Und ja, genau. Ja, das soll's auch. Ja, genau. Also, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren und noch eine Bewertung dazu lassen. Ich würde mich freuen. Bis dahin, wir sehen uns nächsten Freitag, denke ich, wieder. Dann dürfte das ja vermutlich Heiligabend sein. Also bis dahin, ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut.